Ja, das Berliner Methodentreffen des 9. wird ungefähr in einer Stunde beendet sein. Und ich heiße Sie also herzlich willkommen zur Closing Lecture. Wir haben den englischen Begriff beibehalten. Die Closing Lecture findet zum 3. Mal statt. Und die englische Bezeichnung haben wir eingeführt, weil Adele Clark damals, 2010, eben das erste Mal die Closing Lecture hielt. Damals hat Rainer Keller die Einführung gesprochen, da er eben sich verantwortlich zeichnete für die Übersetzung von Situational Analysis, die Situationsanalyse. Heute stehe ich hier und freue mich, Ihnen nun eben Rainer Keller ankündigen zu dürfen, der heute den Abschlussvortrag zum 9. Berliner Methodentreffen hält. Rainer Keller, Sie kennen ihn, der seit Jahren hier beim Berliner Methodentreffen als Akteur und Anbieter von Forschungswerkstätten ist, ist einer der wichtigen Vertreter der Diskursanalyse. Seine Einführungsbände werden Sie kennen und auch seine Herausgeberbände zur Diskursanalyse. Er ist Mitbegründer des Augsburger Arbeitskreises Sozialwissenschaftliche Diskursforschung, weil er jahrelang Stationen in Augsburg gemacht hat, bevor er dann nach Landau ging, dort eine Professur innehatte und seit 2011 wieder in Augsburg ist und dort eine Professur für allgemeine Soziologie und Wissenssoziologie hat. Und zudem leitet Rainer Keller den Arbeitskreis Diskurstheorie, Diskursanalyse in der Sektion Wissenssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, deren Sprecher er auch seit 2011 ist. Insofern ist es naheliegend, einen Diskursanalytiker zu bitten, sich einmal eines Diskurses oder des Diskurses über die qualitative Sozialforschung anzunehmen. Und auch wenn der Titel des heutigen Vortrags nun nicht das Wort Diskurs ausweist, so wird er doch vor dem Hintergrund des wissenssoziologisch-diskursanalytischen Perspektiven-Einnehmens sich eben spezifischen Fragen widmen, nämlich welche Spannungsverhältnisse, Probleme, aber auch Chancen sich in der derzeitigen qualitativen Forschung abzeichnen, die sich eigentlich in gewisser Weise bewegen zwischen einer zunehmenden Etablierung und auch einer zunehmenden Dynamik eben dieser Ansätze. Insofern bin ich gespannt, in welcher Weise Rainer Keller das Feld kartieren wird, wenn er über die Zukunft spricht, ob er Zukunftsprognosen macht oder uns den 5-Jahres-Plan der qualitativen Forschung aufzeichnen wird. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf den Vortrag. Rainer, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Herzlich willkommen. Ja, lieber Günther, herzlichen Dank, liebe Anwesende. Ich freue mich, dass Sie in diesem kalten Raum um diese Zeit noch, noch gegenwärtig sind. Und ich bin froh, nicht über Diskurs jetzt sprechen zu müssen oder jedenfalls nicht die Vokabeln sehr stark benutzen zu müssen. Ich möchte dennoch etwas über qualitative Sozialforschung sagen, über die Zukunft der qualitativen Sozialforschung. Ich habe einen Vortrag vorbereitet. Die Zukunft ist ja sehr lange im Grunde und ich hoffe, Sie halten das aus. Ich werde aber irgendwann stoppen. Also die Zukunft des Vortrages endet irgendwann. Als mich die Anfrage für diese Abschlussvorlesung erreicht hat, vor einigen Monaten, habe ich mit dem Titel Die Zukunft der qualitativen Sozialforschung einen sehr allgemeinen Titel gewählt, von dem ich mir versprochen habe, dass ich ihn dann rechtzeitig nach Lust und Laune und in aller Ruhe auslegen kann. Je näher der Termin gekommen ist, desto schwieriger wurde allerdings dieses Unternehmen. Prognosen sind ja ganz gut, so kann man sagen, und das wurde gestern hier auch schon gesagt, außer wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, sollte ich einen Oktopus mitbringen, der hier ein Orakel spielt oder eine Kristallkugel oder Sie alle um eine kleine Gabe bitten, aus der ich die Aura herauslesen kann. Das waren so Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Ich möchte versuchen, dennoch sehr textlastig von diesen Vorhaben Abstand zu nehmen. Vielleicht ist es eine der möglichen Zukünfte der qualitativen Sozialforschung, so zu arbeiten. Die Herstellung wissenschaftlichen Wissens
und auch sozialwissenschaftlichen Wissens. Das kann man ja sagen, sie auch in nicht standardisierten Vorgehensweisen findet statt im Rahmen von vielfältigen Wissenskulturen. Das haben Sie hier gesehen. Es gibt Subkulturen und Subkulturen und Nischenkulturen und vielleicht auch dominante Wissenskulturen. Solche Wissenskulturen, die kann man verstehen als symbolisch und praktisch abgrenzbare Stile und Arenen der qualitativen Wissensproduktion. Bereits gestern wurde deren Mannigfaltigkeit unter dem Dach des Qualitativen erwähnt, und ich werde auch in einigen anderen Punkten Elemente aufgreifen, von denen Hans-Georg Söffner im Einführungsvortrag gesprochen hat, ohne dass das abgesprochen war vorher. Ich will mir da allerdings nicht anmaßen, gerade angesichts dieser Mannigfaltigkeit von der qualitativen Forschung schlechthin zu handeln. Wie die Berliner Methodentreffen ja immer wieder sehr eindrucksvoll zeigen, gibt es eine solche Breite zwischen disziplinären, interdisziplinären Vorgehensweisen, die ich selbst nicht überblicke. Ich selber versuche, Teile der Soziologie zu überblicken, und das ist schon schwierig genug. Mir ist zudem bewusst, dass die Wissenskulturen des qualitativen Forschens sich weltweit sehr unterschiedlich darstellen. Das beginnt schon an der Grenze zu Frankreich, was wir gerade untersuchen, ein Projekt mit Angelika Pofall. Das gilt aber natürlich auch für den angloamerikanischen Raum. Das zu untersuchen oder zu behandeln, wäre jedoch ein anderer Vortrag. Mein Blick auf die Zukunft der qualitativen Forschung im deutschsprachigen Raum, das ist die Hauptreferenz, aber nicht nur, wird Positives und Pessimistisches enthalten. Im Grunde ist er nichts anderes als eine Einschätzung gegenwärtiger Situationen, eine Situationsdefinition, über die man streiten kann. Jede Situationsdefinition ist im Grunde eine Wette auf die Zukunft. Ja, sie kann in der nächsten Sekunde, wie Söffner gestern mit dem Hinweis auf Krisenexperimente gezeigt hat, natürlich in etwas völlig anderes umkippen. So gesehen ist die Situation der qualitativen Sozialforschung vielleicht wie ein Glas Wasser, was halb leer oder halb voll ist, was man pessimistisch oder optimistisch beurteilen kann. Ich bin mir darüber nicht ganz im Klaren und kann darauf auch keine klare Antwort liefern. Interpretative und qualitative Zugänge haben in den letzten Jahrzehnten auf breiter Basis Verwendung gefunden und sind breit institutionalisiert worden. Der Zunahme qualitativer Forschungsinteressen entspricht jedoch nicht unbedingt ein institutionell-universitärer Ausbau. Das ist schon wiederholt festgehalten worden. Auch der tatsächliche Ertrag, die Wirkung dieser Forschung ist nur schwer einzuschätzen. Angesichts von zunehmender Beschleunigung des wissenschaftlichen Betriebes, knapper werdenden Zeitbudgets im Kontext von akademischer Bürokratisierung, Tagungs- und Workshop-Hoppings, patchworkartigem Methodenmix, dem Zwang zur kurzen, schnellen Präsentation und Publikation, stellen Sie etwas vor innerhalb von 10 Minuten, das war eine Konferenzvorgabe der Interpretative Policy Analysis Konferenz letzte Woche, 10 Minuten Präsentation, 2 Minuten Diskussion, und da soll man Forschungsprojekte vorstellen. Da lässt sich doch vermuten, dass das eigentliche qualitative und interpretative Zugänge ins Hintertreffen gerät und geraten muss. Denn wenn man dieses eigentliche als eine Kombination aus Offenheit des Zugangs, sorgfältiger Perspektivierung von Theorie, Methodenprogrammen und Gegenständen sowie weitreichender Reflexion empirisch-analytischer Vorgehensweisen begreift, dann sperrt es sich in all diesen Elementen gegen die aktuellen Entwicklungen der Massen- und elitenbetrieblichen Wissenschaft. Umgekehrt ließe sich optimistisch darauf hinweisen, und das zeigen viele Präsentationen hier auf dem Methodentreffen, dass die auf hohem Niveau beforschten Gegenstände, die Vielzahl dieser Forschung, wie sie hier dargestellt werden, erfreulich zum Ausdruck bringen, dass ein solcher Pessimismus nicht angebracht ist. Ich möchte in 3 Punkten, in 4, wie ich gerade sehe, die nächsten Minuten mit Ihnen über einige Eindrücke sprechen. Ich möchte in einem ersten Punkt auf kürzliche Zukunft eingehen der qualitativen und interpretativen Sozialforschung. Die Zukunft oder die Zukünfte der qualitativen Sozialforschung waren nicht nur gestern im Vortrag von Hans-Georg Söffner ein Thema, sondern auch in den letzten Jahren wiederholt in den Eröffnungsvorlesungen. Und man könnte natürlich sehr viel weiter zurückgehen in der Zeit, aber ich möchte mich beschränken auf einige Eröffnungsvorlesungen dieses Methodentreffens. Ich greife da einige Passagen heraus und stütze mich dabei auf die in der FQS veröffentlichten Schriftfassungen. Ronald Hitzler,
der, glaube ich, auch noch hier ist, eröffnete im Jahr 2006 seinen Beitrag hier mit der Frage, wohin des Wegs? Eine Frage, die er dann gleich auch selbst beantwortete in seinem Vortrag. Zunächst stellt er fest, 2006, dass es einen hohen Etablierungsgrad qualitativen Forschens gibt und eine Grundspannung zwischen Maßnahmen der Qualitätssicherung einerseits und einer Vielfalt unabgestimmter Aktivitäten andererseits. Dann konstatiert er als aktuelles und dringliches Problem insbesondere die mangelnde Reflexion der Sinnkonstituiertheit sozialer Phänomene innerhalb weiter Teile der qualitativen Forschung selbst. Hitzler forderte deswegen 2006 für die damalige Zukunft der qualitativen Forschung die Berücksichtigung der eigenen Deutungsakte als Deutungsakte und die Sinnadäquanz der Interpretation. Das hat Söffner gestern ähnlich noch einmal wiederholt. Ich zitiere Hitzler 2006, damit scheint der weitere Weg auch klar gewiesen zu sein. Dieser Weg führt hin zu einer epistemologisch, theoretisch, methodologisch und methodisch zugleich eigenständigen und trans- und interdisziplinär anschlussfähigen Normal Science. Denn eine solche handlungstheoretisch fundierte, interpretative Forschung wird auch in Zukunft und meines Erachtens weit mehr noch als bisher vielfältige Optionen haben und eröffnen, um zu kooperieren. Zwei Jahre später durchwandert Hubert Knoblauch die Landschaften des Qualitativen. Seine Diagnose sah die qualitativen Methoden am Scheideweg, so der Titel, also es bleibt in der Wegmetapher sehr viel. So sei einerseits eine ungeheure Vielfalt und Vielgestaltigkeit zu konstatieren, die kaum, auch nicht von Methodenexperten und Expertinnen überblickt werden können. Diese Multiplikation der Vorgehensweisen sei in der Natur der qualitativen Forschung eingebaut, die sich ja gegenstandsbezogen entwickelt. Demgegenüber wirke die wissenschaftspolitisch unumgängliche Standardisierung, etwa durch kanonisierende Lehrbücher, als Legitimationsressource gegenüber Institutionen und Drittmittelgebern, und das sei auch gut so. Knoblauch sah weiterhin Gefahren der Entfremdung von Theorie und Methode heraufziehen. Er beendet seinen Vortrag mit den Worten: Ich habe meine Ausführungen absichtlich mit einem Ton versehen, den manche als moralisch, andere gar als polemisch erlebt haben könnten, um deutlich genug hervorzuheben, dass wir vor Entscheidungen stehen, in die wir jetzt glücklicherweise noch handelnd eingreifen können. Wir stehen tatsächlich an einem Scheideweg, sagt er 2008, der am Horizont des einen Pfades Verstetigung und professionellen Erfolg durchschimmern lässt, aber mit einer wachsenden Bürokratisierung, der Einhegung von Kreativität sowie einer Reduktion auf den Mainstream erkauft sein will. Dieser Abzweig weist eine gut ausgebaute Straße auf. Der andere ist ein eher holpriger Pfad und sehr viel weniger gut befestigt. Er ist voller Nebenstrecken und Alternativen, hat keine Leitplanken und verfügt auch über keine Straßenbeleuchtung. Er hat etwas von dem Berliner Flughafen vielleicht. Er lässt aber sehr viel mehr Alternativen, ja auch Umwege zu. Und wenn er auch beschwerlicher ist, so entspräche es doch dem Selbstverständnis interpretativer Forschung, deswegen sehr viel eher ihn zu beschreiten. Obwohl Knoblauch diese Grundspannung aufmacht und vom Scheideweg spricht, wird er dann jedoch überraschend versöhnlich am Ende. Eine Entscheidung sei nicht nötig, heißt es. Praktisch sei jede und jeder von uns zukünftig dazu gezwungen, beiden Wegen zu folgen. Ob das einer Zerreißprobe gleichkommt, bleibt allerdings offen. Jo Reicherts zeichnet in seinem Beitrag 2009 rückblickend Konjunkturen der qualitativen Forschung nach und diagnostiziert unter den Etiketten der elaborierten versus der Ad-hoc-Methoden ebenfalls eine Doppelsituation von Kanonisierung und Zersplitterung. Zugleich sah er im Unterschied zu den Vorrednern der Vorjahre einen Abschwung der qualitativen Forschung, der im Wesentlichen durch die Hochschulreform, mangelnde Lehrangebote und die zunehmende Knappheit von Fördermitteln bedingt sei. Er konstatierte demgegenüber deswegen eine Wiederkehr der quantitativen Forschung. Sollte es den Qualitativen nicht gelingen, Standards der Gültigkeit zu etablieren, würden sie in der Marginalisierung enden. Zukünftig müsse sich, so Reicherts,
qualitative Forschung zudem ihrer Verantwortung für die Gesellschaft bewusst werden. Diese programmatische Forderung wird allerdings nicht näher ausgeführt. Unter dem Titel »Fragen schreiten wir voran« formulieren Monika Götsch, Sabine Klinger und Andreas Thiessen in der FQS eine Replik auf den Beitrag und eine Kritik dieses Beitrages. Neben einer Auseinandersetzung mit den von Reicherts vorgenommenen Feldsortierungen formulieren sie insbesondere Hinweise auf Ansätze kritischer qualitativer Sozialforschung. Kritisches Denken, so schreiben sie, kritisches Denken heute heißt hybrides und dekonstruierendes Denken. Ihre Zukunftsvision der qualitativen Forschung lautet wie folgt. Methodisch plädieren wir für breit gefächerte, undogmatische, gleichwohl situativ sensible und reflektierte Formen der Triangulation. Die Konsequenz besteht darin, Vielfalt und wissenschaftliche Reflexivität als wichtige Prinzipien in der qualitativen Sozialforschung zu integrieren. Starres Denken gehört somit der Vergangenheit an und sowohl Erkenntnisse als auch Perspektive verschiedener Forschungsmethoden werden miteinander verknüpft. Zitat Ende. Insbesondere solle zukünftig das Problem der Reifizierung von Kategorien, die Heterogenität und Relationalität von sozialen Verortungen und anderes mehr zum Thema gemacht werden. Rainer Winter, mit dessen Position ich in diesem Rückblick enden möchte, Rainer Winter schloss 2010 an die Diskussion um Kritik an und hielt ein Plädoyer für kritische Perspektiven in der qualitativen Forschung. Er richtete dabei den Blick sehr viel stärker auf die USA. Dort wird, etwa bei Norman Denzin, die qualitative Forschung mit normativ-emanzipatorischen Agenten verknüpft. Es solle ihr um die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und um radikale Demokratie gehen. Wie Winter erläuterte, führte insbesondere die Rezeption des französischen Poststrukturalismus zu einer starken Infragestellung der Möglichkeiten und Formen qualitativer Vorgehensweisen. Aus der prinzipiellen Unüberwindbarkeit von Perspektivität in der Forschung werde die Folgerung gezogen, Realität bzw. die Welt da draußen könne niemals als Instanz der Gültigkeit herangezogen werden. Stattdessen werden, so Winter, verschiedene Formen alternativer Validität entwickelt, die politisch und ethisch verankert sind. Zitat Ende. Winter erwähnte zustimmend interpretativen Interaktionismus, Autoethnographie und Performance-Ethnographie als Beispiel für die Forderung, ich zitiere, dass qualitative Forschung biografisch, kritisch und interventionistisch orientiert sein sollte. Es scheint so, schreibt er, als müssten wir uns vom Mythos der wertfreien Wissenschaft nun endgültig verabschieden und als bliebe uns nichts anderes übrig, als zu erkennen, dass auch Wissenschaft eine politische Praxis ist und dass wir uns für eine Seite entscheiden müssen. Diese Beispiele dieser vergangenen Eröffnungsveranstaltung illustrieren sehr schön, dass Erzählungen über die Zukunft der qualitativen Forschung allgegenwärtig sind, könnte man fast sagen, und dass sie unweigerlich mit Erzählungen über die Vergangenheiten verbunden sind. Hans-Georg Söffner fragte gestern danach, ob die Vergangenheit besser werden kann, und Sie erinnern sich vielleicht noch an seine Antwort. Die pluralen Vergangenheiten der qualitativen Forschung und ihre Kombination mit pluralen Zukünften wären jedoch ein Thema für sich. Die erwähnten Beiträge nahmen, das wurde, denke ich, deutlich, unterschiedliche, mehr oder weniger übereinstimmende Diagnosen der gegenwärtigen und des gegenwärtigen und zukünftigen Seins qualitativer Forschung vor. Das war überwiegend um Polaritäten herum organisiert zwischen Ansätzen, die auf sinnhafte Konstitution orientiert sind und solchen, die es nicht sind, und der Forderung dahin, sich zu entwickeln, zwischen Standardisierung, Kanonisierung und freier Kreativität, wenn ich Knoblauchs Diagnose nehme, zwischen elaborierten und Ad-hoc-Methoden bei Reicherts und zwischen unmöglicher Empirie und entschiedenen Politisierungen bei Winter. Meine Vorgänger verknüpften also allesamt das Sein des Qualitativen mit einem Sollen, sprachen von möglichen, von unvermeidlichen oder auch wünschenswerten Zukünften. Ich will im Folgenden aus diesen Diagnosen nur zwei Stichpunkte aufgreifen und ich kann das nur relativ knapp tun. Dabei handelt es sich zum einen um die bei Reicherts angedeutete Frage des Niedergangs qualitativer Forschung
durch institutionelle Strukturierungen, die wir gegenwärtig erleben. Ich bin nicht ganz so pessimistisch, aber ich werde auch doch ein etwas pessimistisches Bild zeichnen. Zum anderen geht es um die Frage nach den Implikationen und Problemen einer postqualitativen Forschung. Postqualitative Forschung ist der Titel einer Sondernummer des Journal for Qualitative Inquiry, for Qualitative Studies in Education, was gerade im Juli 2013 erschienen ist, herausgegeben von Patty Leather und Elisabeth St. Pierre. Im Anschluss daran, an die Diskussion dieser beiden Punkte, will ich nicht ein weiteres Sollen formulieren, sondern nur ein paar Wünsche oder Überlegungen, wohl wissend, dass das Leben kein Ponyhof ist und die Zeiten, als es Wünschen noch geholfen hat, schon eine Weile hinter uns liegen. Qualitative Vorgehensweisen, Lehren oder Lehren, das war gestern auch schon einmal Thema. Ich bedauere das, aber ich hatte das schon vorgestern auch formuliert. So ist die Zukunft. Ich weiß, es geht gegen das von Günter May gestern erwähnte und vor einigen Jahren hier in diesem Kontext verabschiedete Memorandum, aber manchmal träume ich davon oder in schwachen Momenten gehe ich Tagträumen nach, was wäre, wenn wir keine Lehre in qualitativer Forschung mehr hätten. Vielleicht sollten wir die universitäre Lehre qualitativer und interpretativer Methoden einstellen und zu klassischen Vermittlungsmethoden in Projekt- und Forschungswerkstatt- und Atelierkontexten komplett zurückkehren. Diese Überlegung meine ich nicht wirklich ernst, sie soll nur die Probleme verdeutlichen, die ich ansprechen möchte. Es handelt sich dabei um Probleme, die gerade aus dem Erfolg und der Vielfalt des Qualitativen resultieren. Es geht dabei auch nicht um Vorwürfe, sondern eher um Überlegungen zu Struktureffekten, mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen. Ich möchte dies in vier Punkten kurz behandeln. Der erste Punkt, den habe ich überschrieben mit der strukturellen Überkomplexität des Marktes der Möglichkeiten. Die Vielfalt qualitativer und interpretativer Vorgehensweisen, ihre ständige Erweiterung, ist für die Praxis ihrer Vermittlung sicherlich ein zentrales Problem. Gerade der Erfolg qualitativer Ansätze hat dazu beigetragen, dass sie schon seit langem nicht mehr in klassischen Forschungsstätten oder Forschungssettings um lokale Gruppen herum, um besondere Orte herum, im gemeinsamen Mittun angeeignet werden. In sie ist ein Vielfaltsgenerator eingebaut, der über lokale Kompetenzen beim besten Willen und besten Training nicht mehr eingeholt werden kann. Vor Ort sind nie und nirgends alle Methoden erfahrungsbasiert verfügbar. Damit entsteht und vergrößert sich beständig eine Kluft zwischen dem prinzipiell Möglichen und dem nur bedingt konkret Zugänglichen. Das erklärt nicht nur die Nachfrage hier beim Methodentreffen, sondern sehr viel breiter die erfolgreiche, manchmal auch merkwürdige Kultur der Workshops und Forschungswerkstätten und der entsprechenden Wanderarbeiter und Arbeiterinnen, die sich im letzten Jahrzehnt etabliert haben. Diejenigen, die über finanzielle Ressourcen verfügen, etwa Graduiertenkollegs, kaufen sich Expertisen auf kurze Zeit ein und lokale Betreuungen sind zugleich strukturell überfordert, auf eine breite studentische Nachfrage einzugehen, die allseitige Anleitung einklagt. Der zweite Punkt in dieser institutionellen, universitären Landschaft der qualitativen Lehre, habe ich überschrieben mit der selektiven Kanonisierung bereinigter Vorgehensweisen. Auch das ist gestern schon angesprochen worden. Methodenlehrbücher versprechen und leisten Orientierung angesichts schwindelerregender Unterschiedlichkeit, angesichts dieser Überkomplexität der Ansätze. Sie funktionieren im Foucault'schen Sinne als Kommentare, welche die Spreu vom Weizen trennen, das, was zu vermitteln ist, von dem, was vergessen werden kann, unterscheiden. Sie sind immer notwendig zur Auswahl gezwungen und zudem auch dazu, Ansätze, Methoden, Begriffe, Techniken als dekontextualisierte reine Lehren vorzustellen. Damit werden Vorgehensweisen, das hat Hans-Georg Söffner gestern einleitend betont, Vorgehensweisen werden aus dem konkreten Forschungs- und Gegenstandsbezug herausgeschält, aus dem sie entstanden sind und in dem sie Verwendung fanden. Das legt notwendig und unweigerlich eine Rezeption dieser Ansätze in Richtung einer kontextlos beliebigen Einsetzbarkeit nahe, auch wenn das weder die Verfasser noch die Lehrenden so wollen.
Dies wird vielleicht am deutlichsten in der Vermischung von komplexen Grundlegungen, Methoden und Techniken, etwa dann, wenn Biografieforschung oder Grounded Theory als bloße Methoden etikettiert und auf beliebige Gegenstände bezogen werden. Vielleicht sollte auch das Berliner Methodentreffen in das Berliner Theorie-Methoden-Pakete-Methodologie-Reflexionstreffen umbenannt werden, aber da müssen wir noch darüber sprechen. Ein dritter Punkt betrifft die Diskrepanz zwischen der reinen Programmatik und ihrer pragmatischen Anwendung. Sowohl in Studiengängen wie auch in Forschung sind Personal- und zeitknappe Ressourcen auf Seiten der Lehrenden wie auf Seiten der Studierenden. Qualitative Sozialforschung lebt jedoch gerade von der Ressource Zeit. Dies spiegelt sich nach wie vor in den paradigmatischen Grundlegungen verschiedener Ansätze, etwa in dem Verweis auf die Sinnkonstituiertheit des Sozialen. Sie implizieren häufig eine zeitlose Zeit der Reflexion, die weder in dreimonatigen Bachelor-Abschlussarbeiten noch in vielen anderen Forschungskontexten verfügbar ist. Exemplarisch dafür stehen sicherlich Interpretationsverfahren, zumal wenn sie auch noch als Gruppenprozesse angelegt sind. Die Diskrepanz zwischen den idealen Ressourcenbedingungen und den daran orientierten Vorstellungen von Forschungsparadigmen und ihrem Einsatz unter konkreten Arbeitsbedingungen führt nicht nur zur Verzweiflung von Lehrenden und Studierenden, sie begünstigt auch eine Standardisierung der qualitativen Forschung, etwa in Gestalt inhaltsanalytischer Auswertungen, die als schnell handhabbare, erlernbare Arbeitstechniken erscheinen. Die Lehrbücher der qualitativen Forschung versuchen, die Komplexität der Ansätze und ihrer Vorgehensweisen in vollständige Schrittfolgen abzubilden, um dadurch Hilfestellung zu geben. Solche Kondensierungen werden jedoch im Lehreinsatz sehr schnell als Bedienungsanleitung für korrektes Forschen rezipiert, weil sich die Aufmerksamkeitsökonomie der Studierenden, vielleicht auch der Lehrenden, weniger auf das jeweilige Gegenstandsverständnis als vielmehr auf das Rezeptwissen verlagert, vielleicht auch verlagern muss. Die Einhaltung der Schrittfolge ist dann selbst Zweck, der die Zuverlässigkeit und Bedeutung der Ergebnisse begründet oder garantiert. Mit Niklas Luhmann konnte man hier von einer Legitimation durch Verfahren sprechen. Je besser sich Ansätze qualitativen Forschens in solche Arbeitsschritte übersetzen lassen und als Bedienungsanleitung rezipieren lassen, desto stärker werden sie nachgefragt. Aufwendige Sequenzanalysen sind dann vielleicht die Dinosaurier des qualitativen Forschens und zum Aussterben verurteilt. Ein vierter Punkt und letzter Punkt in diesem Abschnitt betrifft das, was ich Repositivierung durch methodenintegrative Lehre nennen möchte. Man kann, so denke ich, von einem Trend zur Repositivierung qualitativen Forschens sprechen, der sich aus spezifischen institutionellen, organisatorischen Arrangements ergibt. Dazu zählen sicherlich viele aktuelle Studiengänge, die vergleichsweise geringe Ressourcen der qualitativen Methodenvermittlung aufweisen. Sie kennen das vielleicht, mir ist es häufig begegnet, Sie haben 4 bis 5 Vorlesungen und Einführungen in Statistik und quantitative Methoden und dann noch einen kleinen Anhang qualitativen Methoden. Insbesondere dann, wenn solche Vermittlungen im Kontext einer primär quantitativ ausgerichteten Methodenlehre mit übernommen werden. Qualitative Forschung wird hier in ein mildes positivistisches Forschungsverständnis eingebettet und dessen Kriterien unterworfen. Schnell, zuverlässig, reliabel, valide. Prozesse und Prozeduren müssen klar angegeben werden, sind zügig und zweifelsfrei umzusetzen und sollten unabhängig von ihren Protagonisten zum gleichen Ergebnis führen. Steht am Horizont der Entwicklung qualitativer Forschung, also die Wiedereinführung des Objektivismus? Ich möchte mich im Folgenden einer Position zuwenden, das ist mein dritter Punkt, die genau diese Entwicklung entschieden bestreitet und dagegen eine neue Form des Theorismus in Stellung bringt. Postqualitative Forschung und neuer Theorismus ist der dritte Punkt. Soziologinnen und Soziologen und Unterstrich und so weiter sind Geschichtenerzählerinnen. Sie unterscheiden sich von ihren literarischen Kolleginnen durch die Art und Weise, wie sie in ihren Geschichten auf Wirklichkeit referieren. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Geschichten,
über eine scheinbar gleiche Wirklichkeit hervorzubringen, eine Gendergeschichte, eine Interaktionsgeschichte, eine Habitusgeschichte und so weiter. Und sie leben, wie alle ihre Kolleginnen, in allen Wissenschaften und auch in allen Berufen vom Wechsel zwischen Vorder- und Hinterbühnen. Gary Allen Fine hat vor 20 Jahren in dieser Hinsicht das zusammengefasst, was er die 10 Lügen der Ethnographie genannt hat. Und er vergleicht das mit der Wurstmacherei und sagt, ein gutes Produkt hat vielleicht ein schmutziges Hinterleben. Ethnografin, so schreibt Gary Allen Fine, pflegen die mehr, dass sie immer höflich und sympathisierend zu all ihren Untersuchungspersonen sind. Sie pflegen die mehr, sie seien immer freundlich zu allen. Sie pflegen die mehr, sie seien immer ehrlich und aufrichtig. Sie seien in ihren Beobachtungen präzise. Sie seien immer am Beobachten, selbst wenn sie 12 Stunden am Stück bei Computergamern die Nacht durchzechen. Sie würden das, was sie beobachten, nicht beeinflussen. Sie würden sich unvoreingenommen aus ihren Beobachtungen heraushalten. Sie wären gleichsam asexuelle Wesen, die sich einem Kontext bewegen, ohne angemacht zu werden und ohne andere anzumachen. Sie wären fair gegenüber allen, mit denen sie begegnen im Untersuchungsfeld. Und sie würden das, was sie erforschen, dann auch noch angemessen in einen Text übersetzen. Diese Einschätzung über die 10 Lügen der Ethnographie, die übrigens von Fine, der selber ethnografisch arbeitet, gar nicht als Denunziation gemeint sind, im Gegenteil, er will nur sozusagen über das Verschwiegene sprechen. Diese 10 Lügen mögen sich ähnlich auf andere qualitative empirische Vorgehensweisen und auch auf standardisierte natürlich übertragen lassen. Forschung ist sicher immer harte Arbeit, Spaß und Leiden, Emotionen, Argument und auch Phasen der Langeweile. Donna Haraway spricht vom situierten Wissen und von situierter Erkenntnis, die an die Stelle des außerweltlichen Gottesstandpunktes trete, und das enthält sicherlich all auch diese Elemente. Doch sollte man aus dieser Feststellung, dieser Kopplung von Vorder- und Hinterbühne, die Unmöglichkeit qualitativen Forschens schlussfolgern? Mit dieser Frage möchte ich die bereits bei Rainer Winter angedeutete Entwicklung aufgreifen, ob wir uns gegenwärtig auf die Phase einer postqualitativen Forschung zubewegen. Postqualitativ, das ist ein Etikett, welches gegenwärtig im US-amerikanischen Kontext aus poststrukturalistischen Perspektiven heraus vor allem von Elisabeth St. Pierre und Patty Leather in der Diskussion um qualitatives Forschen eingebracht formuliert worden ist, etwa in dem schon erwähnten Journal, aber auch in anderen Buchprojekten und Vorträgen und so weiter. Soweit ich das sehe und verstehe, argumentiert die Position der postqualitativen Forschung von der Unmöglichkeit qualitativen Forschens ausgehend. Und deswegen denke ich, geht es uns ziemlich viel an. Diese Unmöglichkeit liegt wesentlich in der allgegenwärtigen Partikularität, Subjektivität und Selektivität der Forschenden, also in dem schmutzigen Unterbau, über den ich gerade gesprochen habe. Und sie wird verknüpft mit einer radikalisierten Lesart des situierten Wissens. Wenn nämlich Wissensproduktion der qualitativen Forschung nicht in reiner Form betrieben werden kann, dann ist aus ihrer Unmöglichkeit ein Schritt in das Post der qualitativen Forschung zu ziehen. So wie die Beforschten sich über die Gründe ihres Tuns und Erlebens nur täuschen können und deswegen als Voice unbrauchbar sind, so wie jeder Versuch, soziale Phänomene empirisch aus sich selbst heraus zu erkunden, angesichts der immer subjektiven Forschung zum Scheitern verurteilt ist, so unmöglich ist in dieser Position die qualitative Forschung insgesamt. Sie produziert nämlich, so die These, nichts anderes als Artefakte, die wissenschaftlichen Karrierezwecken genügen oder vielleicht auch nicht genügen, aber sie hat keinen privilegierten oder erkenntnisfördernden Zugang zur Wirklichkeit. Deswegen gelte es, mit dem Mythos des Forschens und der Wissenschaftlichkeit entschieden zu brechen, auch und gerade in qualitativen Kontexten. Und auf der Denzin-Konferenz im letzten Mai war dem ein ganzes Panel, sehr gut, extrem gut besuchtes Panel gewidmet. Stattdessen wird angeboten, Forschung durch Theorie zu ersetzen oder anders gewendet mit einem Buchtitel von Alicia Jackson und Lisa Massey,
Thinking with Theory in Qualitative Research. Also mit der Theorie denken in der qualitativen Forschung. An die Stelle einer abduktiven Exploration des Datenmaterials solle, so die Forderung, eine theoretische Analytik treten. Ein analytisches Lesen, das sich aus poststrukturalistischer Theoriebildung speist. Nicht die Daten sprechen, sondern die poststrukturalistische, dekonstruktivistische, postkoloniale, feministische Theorie, namentlich Derridas, Bivak, Butler, Foucault, Deleuze und Barat, die in diesem Band sozusagen dafür genutzt werden. Diese Theorien liefern Konzepte und Fragerichtungen, die auf die Daten projektiert werden müssen, als Suchscheinwerfer dienen, um gehaltvolle Aussagen zu treffen und die beliebigen Interpretationen zu ersetzen. Im erwähnten Band wird dies illustriert. Interviews mit zwei schwarzen Hochschullehrerinnen in den USA, werden zu Fund- und Belegstellen der Theorie Konzepte und je nach theoretischer Einstellung und Begrifflichkeit finden sich andere Belege in einem Text, mit denen das Zutreffen die Eignung einer theoretischen Kategorie bewiesen und die Wirklichkeit über ihre Eigentlichkeit in Kenntnis gesetzt wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was damit gewonnen ist, außer der Bestätigung der Theoriesprache. Eine solche in Gestalt des Post attraktiv erscheinende Position des neuen Theorismus, die aus dem Unbehagen an einer atheoretisch-empiristischen oder empirizistischen empirischen Forschung resultiert, enthüllt sich jedoch als eine Wendung, so denke ich, als ein Rollback in Zeiten, als Daten noch der Illustration von Theorie dienten. Und die sind noch nicht so lange her. Denn was die Theorie nicht vorsieht, gerät nicht mehr in den Blick. Forschen wird dann wieder zu einer reinen Illustration des theoretischen Vokabulars. Damit dies nicht missverstanden wird, ich plädiere keineswegs gegen diese Theorierichtung und die durch sie eröffneten Sensibilisierungen, aber ich denke, der dort aufgemachte Konnex von theoretischer Analytik und empirischer Forschung ist eher ein Problem als eine Lösung. Ich komme damit zum letzten Punkt, zu den postpositivistischen Spielräumen. Tatsächlich scheint mir die Navigation des qualitativen Forschens in postpositivistischen und postempirizistischen Gewässern zwischen einem neopositivistischen Objektivismus und ihrer im Neotheorismus behaupteten Unmöglichkeit ein durchaus schwieriges Unterfangen, das nach wie vor der Reflexion und Stärkung bedarf. Was wären dazu mögliche Hilfestellungen? Ich möchte drei Punkte abschließend nennen. Erstens scheint es mir förderlich, und das ist gewissermaßen das Wunschprogramm, qualitatives Forschen wieder stärker als Arbeit mit Theorie-Methoden-Programmen zu verstehen. Das meint nicht nur aus Theoriekontexten Fragestellungen und konzeptuelle Erträge und Verständnisse des Gegenstandes zu gewinnen, das meint vielmehr auch eine frühzeitige Reflexion darauf, wie das theoretische Verständnis des Gegenstandes mit Vorgehensweisen verbunden werden kann und mit welchen eben nicht. Bekömmlich erscheint mir zweitens die Gratwanderung entlang der Etablierung von theoretisch-begrifflichen und methodischen Heuristiken, die zwischen standardisiertem Rezeptwissen einerseits und freier Inspiration andererseits situiert sind. Jeder Absturz nach einer dieser beiden Seiten hat seine Probleme. Die Spannung bleibt, daran führt kein Weg vorbei und gerade das macht doch das Abenteuer und Interesse an qualitativen und interpretativen Forschung aus. Eine solche wissenschaftliche Gratwanderung der Qualitativen setzt freilich Verständigung über Begriffe und Vorgehensweisen voraus, um sicher Tritt fassen zu können. Und sie setzt eine Empirie heraus, die als Gegenüber der Auseinandersetzung fungiert. Ich komme zum dritten Punkt. Schließlich funktioniert nämlich, und auch das war gestern gegen Ende in der Diskussion über Handwerk und Kunst schon Gegenstand, schließlich funktioniert im sozialwissenschaftlichen Geschichtenerzählen Wirklichkeit als Problem und Grenze der Interpretation. Auch qualitative Sozialforschung ist Wirklichkeitswissenschaft im alten Sinne. Und obwohl ihre Annäherung an Wirklichkeit zweifellos eine perspektivische Rekonstruktion darstellt, so ist sie doch nicht beliebig.
Vielmehr setzt die Wirklichkeit Grenzen der Interpretation, um eine Formulierung von Umberto Eco aufzugreifen. Wirklichkeit fungiert als Widerstand der Auslegung, als Irritation, als Bezugsproblem und Grenze des Denkens. Aus der Einsicht des Thomas-Theorems, dass Menschen Situationen in folgenreicher Weise als real definieren, können wir unser eigenes Forschen, das immer Situationsdefinition ist, nicht ausnehmen. Doch ganz wie im wirklichen Leben gilt auch hier, dass es Elemente, Indizien, Mittel der Konvergenzbildung und der Stabilisierung von Situationsdefinition gibt, die wir nutzen können, solange wir uns als Teil eines gemeinsamen Erkenntnisunternehmens und nicht nur als Verfolger personalisierter Be- und Vergnügungen begreifen. Dass wir uns hier erneut zum Austausch getroffen haben, stimmt mich in dieser Hinsicht zuversichtlich. Die Zukunft der qualitativen Forschung, das sind natürlich viele andere, die nicht hier sind, nah und fern, da diese Zukunft sich als von der Gegenwart aus ständig neu konstituierender Horizont von Bestimmten und Unbestimmten, von Erfahrungen und Erwartungen verstehen lässt, ist sie vielleicht jetzt schon nicht mehr das, was sie noch vor einigen Minuten war. Was wir mit einiger Sicherheit über die Zukunft sagen können, ist jedoch, dass Ceteris Paribus im nächsten Jahr ein 10. BMT hier stattfinden wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn du noch mehr Zeit gehabt hättest, an diesem Vortrag zu arbeiten. Gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, vielleicht mag sich jemand zu Zukünften äußern, Gegenlesarten. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ob ich beim Abschlussvortrag des 9. Berliner Methodentreffens bin oder beim Eröffnungsvortrag des 10. Du hast mich so in diese Zeitschlaufe gebracht. Also ich fand das sehr schön, die Kartierung durch die alten Beiträge, die Zukünfte. Gibt es Anmerkungen? Mag jemand ein Gegenbild entwerfen? Auch Ronald, du magst auch nicht mehr. Gut. Im Grunde wollte ich auch nur die Gelegenheit ermöglichen, dass du diesen Satz sagst. Nein, es ist ein sehr, sehr langes Methodentreffen gewesen, wie all die Jahre davor. 2 Tage, die uns erschöpft und hoffentlich glücklich machen. Mit dem Abschlussvortrag auf jeden Fall auch nachdenklich. Und mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht und nicht nur, weil du am Ende das mit den 10. Berliner Methodentreffen gesagt hast. Im Grunde hast du ja Kartierungen vorgenommen und wir werden sicherlich mit überlegen, inhaltlich, aber auch formal, was wir irgendwie dann wohl im Juli, mutmaßlich wird es der 11., 12. Juli sein, wenn kein Schaltjahr ist, wenn wir dann hier zum 10. Berliner Methodentreffen uns wieder treffen, erwarten Sie vielleicht so etwas Ähnliches wie beim 9. Wir haben Zeit, ein bisschen nachzudenken, was wir machen können, inhaltlich. Für den Fall, dass Sie unbestimmte Überraschungen erwarten, wir wissen es nicht, Sie können Vorschläge uns einbreiten, die E-Mail ist da, alles ist willkommen, was möglich ist. Ich hatte mir gestern gewünscht, ein Gruppenbild, vielleicht erinnern Sie sich. Wir sollten uns dann nächstes Jahr um 11.45 Uhr hier treffen, 50, 60 Personen. Und ich wünsche natürlich, dass wieder ganz viele von Ihnen herkommen und wir gemeinsam das machen, was wir die ganzen 2 Tage immer machen, nämlich arbeiten, Spaß haben, nachdenklich werden. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abschluss. Ich möchte dennoch am Ende, und das ist, es gibt so Wiederkehrendes, immer nur, weil ich hier am Ende stehe, bleibt es dabei. Ich möchte gerne all die Personen, die jetzt hier nicht stehen können, weil sie draußen schon aufräumen, ebenfalls herzlich dafür danken, Rubina Fock, die das seit Monaten macht und alle, die mit ihr zu tun hatten, ob Teilnehmende oder Veranstalter, wissen, wie viel Arbeit, Sorgsamkeit da ist. Und wenn auch diesmal vielleicht das ein oder andere schiefgelaufen ist mit Technik, dafür können wir dann weniger. Das werden wir irgendwie trotzdem uns anschauen.
Sie haben auch die Gelegenheit, ab 20 Uhr werden Sie Post bekommen, wenn es technisch klappt, gibt es die Online-Evaluation, melden Sie uns alles zurück, was Ihnen gefallen, aber auch so war, dass Sie es vielleicht geändert haben möchten. Und ich möchte neben den allen anderen Anwesenden dann natürlich Ihnen für die Teilnahme, den 54 Personen, die mitgewirkt haben, und Katja im Ruck am Ende dafür danken, dass wir dieses Treffen haben. Vielen Dank, einen schönen Abend.